Jo, ich mache einen Pulltimer. Haben wir hier am Anfang gleich so eine Tusse, oder? Okay. Zum Wegkicken ist es eine gewesen. Magst du die machen, Kai, oder? Boah, ich hole mal. Machen wir die nacheinander, oder? Die Dudes. Kann man die alte jetzt schon pullen oder triggert die jetzt? Ja, ich glaube, das triggert die jetzt. Ja, egal. Pull die einfach, dann haben wir 6. Der Caster steht doch eh hinten rum. Okay, wenn ihr meint. Was für die Holdouts, Elena, wegen Erdbeben ist immer so dumm. Ja, das ist halt die Woche halt mega shit als Ele. Ah, kommt auf den Dungeon an. Ja, du musst halt in jedem Dungeon konstant ziehen. So ist ja nicht. Ja, aber es gibt auch Mobs, die ganze Zeit wegkicken und so hier in Freehold. Ne? Ah, so meinst du, ja. Oh, das ist ein bisschen AIDS. Wenn ihr irgendwo bestimmtes vorbeilaufen wollt, ne, sagt das. Wenn ihr da Special Tactics habt. Lol, Special Tactics. Weiß ich nicht, ich hab hier schon ganz abstruse Sachen gesehen. Die Special Tactic ist einfach mehr Damage. Okay. Wenn du die Dinger tötest, bevor der Timer abläuft, ist alles gut. Okay. Kriegen wir hoffentlich hin. Gibt's eigentlich keine Special Tactics. Wollt ihr die Patsch spielen oder seitlich skippen? Nee, nee. Nur rechts. Lassen. Oh shit, rechts ist die Shadow-Tuse. Ist das die, wo du LOSen musst, oder? Ja, das ist die, wo du LOSen musst. Wir können theoretisch hier LOSen. Okay. Wir können auch einfach durchreiten und hinter, ja, genau. Dann auf die Patsch warten. Ja, aber dann bleiben wir permanent in Fight, wenn wir die dann nicht spielen. Können die ja spielen. Können die dann nachher spielen. Ich würde ja fast das Pack unterm Zelt da jetzt da durchreiten und das nach hinten ziehen. Okay, ja, können wir auch machen. Wollt ihr? Dann müssen wir jetzt aber. Ja, ja. Ja, auf geht's. Und dann können wir hier rechts auf das Waldstück. Shit. Was? Ich hoffe, das geht gut. Elfson ist drin, war gut aus, ja. Wir haben nichts geaddet, oder? Nichts gepullt. Nee, wir haben nichts geaddet. Das sind nur die vier Mobs. Boah, ich hatte teilweise nur Gestrüpp im Sicht. Ja. Ja, das ging mir nicht anders. Ich war am Rätsel, ob ich mit dem Mount da durchkomme. Oder ob ich jetzt hängen bleibe. Special Tactics, Alter. Na ja, gut, musst du halt jetzt alles ein bisschen anders spielen mit diesen ganzen Tussen, ne? Schon ja, ein bisschen ich bin, weißt du, das bringt halt ein bisschen Flavor damit rein. Dass du nicht mehr den eintönigen Scheiß am Anfang hattest. Ja, wobei ich fand halt, Dings fand ich halt ganz geil, Reaping. Dann konntest du halt mit Inka ordentlich reinkleven und gut war's, dann war das halt mal nützlich. Ja, weiß nicht, also ich fand halt Reaping mega gut. Aber es hat halt aber nichts gemacht, aber schau mal, ein paar Mobs sind gespawnt, steh dich in der lila Fläche und pump Aoe. Ja, also es war halt ein ziemlich einfacher Fix, da waren die Gahuni schon um einiges schwieriger. Ja eben, aber es war halt, also meiner Meinung nach war es halt ein zu einfacher Affix für einen Seasonal-Affix. Vor allem hat es halt die ganze M-Plus-Meter richtig kaputt gemacht, weil du hast halt nur mehr Klassen gepickt, die halt Burst-AOE hatten. Hm. Müssen wir die auch wieder zurückkicken, oder was ist das für eine? Ja, das wieder die zurückkickt wird. Okay, aber da müssen wir aufpassen wegen der Pat, ne, beim Zurückkicken. Ja, ich pull die mal raus. Anlaufen lassen. Ich stun die mal da, wo sie ist. Dann war... So. Jetzt läuft die Putt. Ich hoffe mal, die kommt noch nahe genug, bevor die Putt kommt. Ja, lass sie ranlaufen. Was? Nee, ist nur HCC. Also du brauchst wirklich HCC. Blind geht, glaube ich, auch noch. Okay. Aber ich kann die auch zu mir einfach hinlaufen lassen, theoretisch, oder? Ja, du kannst sie auch zu dir hinlaufen lassen. Wenn du Agro ziehst, du kannst sie taunten. Taunt stößt übrigens auch ein Stück zurück. Echt? Und dann okay. Läuft sie halt weiter zu dir, ja. Aber macht die nicht böse Melee-Hits? Mag die das nicht? Das ist die Sache. Also wenn, dann muss man sie halt ein bisschen halt rumziehen.
Aber wenn du so viel Platz hast wie hier gerade, dann kannst du die halt wirklich zulaufen lassen und dann springst du halt irgendwo hin oder läufst als hier gerade Kai kann dann als Katze in der Runde rumlaufen. Sofern sich das halt mit dem Healing dann auch ausgeht. Aber die soll, also die Arkan-Tusse ist, wenn der Platz stimmt, halt recht gut manipulierbar. Mhm. Ach komm, jetzt kicken sie mich wieder einmal drüber. Ich hasse diese Ads echt. Ich hätte irgendwo rollen, wo waren die? Machst du mal einen kleinen Timer? Ach, ich bin so ein Vollidiot, ich darf ja nicht mit dem Ding pullen. Soll ich taunt nochmal? Mit was? Ach, mit meinem Trinket, weil das macht keine Aggro. Ah, du meinst das Kartentrinket dann? Ja. Das macht. Das Aggro ist da auch noch ein bisschen. Ja, Aggro. Aber wenn du reintauntest und das Ding hinterher kaufst, das geht das eigentlich. Ja, aber du kannst es ja pre-ziehen, weißt du? Ich zieh's ja 2 Sekunden ja. Bevor und dann kannst du ja nicht taunten, sonst brichst du es ab. Ja, das stimmt allerdings. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Alter, kann ich bitte auch so einen scheiß Guardian haben? Warum? Alter. Aua. Nicht zu weit nach hinten, sonst kommst du in die Arena rein. Achtung, Vogel. Mhm. Ist ein bisschen näher kommen, ne? Perfekt, so ganz okay. Gut. Alles Gute kommt von oben. Wohlbekomm's. Also dann. Wir stehen hier als Caster quasi in der Safe-Pose, kriegen den ganzen Schiss nicht ab. Das ist halt mega gefährlich auf hohen Keys für Melees. Weil wenn der in dieselbe Richtung schießt, also wenn der halt auf den Melee schießt und dann auch gleichzeitig auf den Melee scheißt, der Vogel, dann ist halt RIP. Und damit erhöht sich halt die Chance, weil der scheißt halt nur auf Targets im Kreis. Also Bad RNG gilt dir da einfach die Leute weg. Okay, der hat jetzt noch durchgecastet, obwohl der Fight schon zu Ende war. Hätte jetzt nicht gedacht. Ja. Ach, können wir die skippen? Nee. Ja, die können wir skippen. Okay, ich pull mal das Pferd raus und dann können wir mal gucken, ob wir vorbeikommen. Hast du jetzt schon über die Brücke laufen? Ja, nee, die kommt. Ja, die hat jemand draufgecastet, deswegen kommt die. Der hat schon zwei Dots drauf. Können wir da vorbeilaufen? Ja. Warte mal. Ach, total egal, die ist doch gleich weg. Mach doch einfach den Mob. Ja, dann können wir beim Laufen killen. Ne? Nee, gibt sie nicht. Aber selbst wenn. Scheiß Verstrauen auf die alte. Aber welche alte war es denn, die Prozente gab? Ah, die anderen beiden. Also die du tatsächlich aktiv spielen musst. Achso. Ich hab das immer noch nicht ganz geblickt mit den Tussen. Eine musste in das Ding gehen, eine musste wegnuken und die eine macht irgendwie die ganzen Mobs immun oder Damage Reflected oder irgendwie sowas. Also die mit der riesen Bubble um sich, das ist die, die Damage Reflected. Aber die portet sich halt auch raus nach 20 Sekunden. Die können wir eigentlich ja auch... Warte, können wir die rauspullen, ohne dass die an Mobs kommen? Nee, die es triggert alles, was in der Bubble ist. Weil sie Infight ist, pullt sie alles, was in der Bubble ist. Okay. Also misst alles, was Hostile ist. Die mal richtig auf die Brücke oder so. Naja, ich lauf dann gleich... Oh, fuck it. Ich hab Wall drin. Oh wow, ein Flugbär. Ich kann die gerade nicht machen. Zieh die mal. Ich lass sie erstmal ein bisschen laufen und dann. Cordage schon. Hinten ist Blut auf. Ja, das wird jetzt ein bisschen nervig, aber die ist jetzt gleich weg. Dann ziehst du jetzt wieder raus da. Was dann? Ah, jetzt kommt der Charge. Ich desmontiere mal. Oh. Kicken. Ich hatte keinen. Ich knock Baxter nochmal. Okay. Das ist zu weit entfernt. Rechts ins Häuschen, da kannst du direkt den Typen ansprechen, dann holen wir auch die Rattenpart nicht. Okay, ja. Passt. Hier unten die Ratten polen. Ja, runterspringen, go. Runter. Hier oben spielen ist shit. So, was haben wir da jetzt für eine? Also jetzt haben wir die beiden Typen als Bosse hier. Mhm. Alter, da ist halt die... Nicht dick. Wollte er erst zum dritten weiter oder wollte er den machen?
Was? Hier, wollt ihr den skippen? Und erst zu dem dritten weiter und dann wieder hier zurück oder wollt ihr den gleich spielen? Nee, nee, wir spielen jetzt hier Trash so lange, bis wir wieder Bloodlust haben. Okay. Alter. Das spawnt ernsthaft die scheiß Trap da noch. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, wenn es nur was? Fortified ist. Ja, unterschätzt es nicht. Ja, wobei die Bosse gehen tatsächlich. Aber im Endeffekt soll es mir egal sein. Na, auf jeden Fall erstmal ein bisschen Trash machen. Wo ist der Caster-Mob? Ist es wegen dem Event, hä? Ja, weil der gehört zu den Bildschred-Mobster. Ah, okay, die spawnt gar keine Lache, die portet sich weg. Gut. Nee, nee, die stirbt ja so gesehen nicht. Aber die gibt's ja schon Prozent, wie du gerade gesehen hast. Mhm, ja, nicht schlecht. Kann man brauchen. Die alle, die man auf 0% prügelt. Genau, also die du halt aktiv spielst. So, aber jetzt rechts die Bar, also die Neutrals. Mhm. Hatten sie das nicht mal irgendwann gemacht, dass Neutrals keine sanguinen Pfützen mehr machen? Oder haben sie da schon wieder die Balls dann nicht mehr, aber das Pfützen. Nur keine Hostile, also. CD ist ready, die können wir eigentlich beide nehmen, ne? Beide Gruppen? Beide. Nee. Ja, klar. Da bist du des Wahnsinns, das zerfickt unser Tank. Ja, ich glaube auch, dass hab das. Hab ich so bei meinem internen 15er gespielt. Mit dem Demon Hunter Tank. Hm. Der ist dafür schlechter geeignet, würde ich mal sagen. Müsst ihr nochmal, ich kick nochmal zurück. Ich kann nicht mehr kicken, ne? Also wenn die Gruppe auf 10% droppt, dann müsst ihr das machen. Ich hab Wall-Up. Na, Mob hat sich rausgebordet. Oh, der Matt, da war zu spät gefiert. Ich finde das generell super unsafe, das den Highlights machen zu lassen, außer man spielt das super clean. Ja, das ist die Sache, also ich meine, wenn du halt irgendeinen Caster hast, der das gut machen kann. Du hast sowas kein. Es gibt keinen Caster, der das gut machen kann. Ein Fire Mage. Ach, da muss ich die ganze Froststock 20 Sekunden drauf casten, bis sie weg ist. Da kann ich nebenher 0 Damage machen. Das ist es halt, wenn du also einen DD sacrificest, dann. Gehen tut's mit jedem Caster gut, ne? Aber. Der kann halt 0 Damage machen dann. Aber es ist immer irgendwie super risky, weil. Sobald ich 3 Sekunden aufhöre, die zu dotten, steht die halt irgendwie mittendrin. Weiß nicht. Also das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, oder? Teilweise. Was, die? Weil wenn die drin steht. Ja. Wenn die drin steht, reflektet die 150% Damage dann. Ja. Also, wenn du die Mob, wenn ich in die Mobs einmal rein rampage in so ein 5er Pack, bin ich tot. Okay. Beziehungsweise, ich glaube, wenn die einfach reinläuft, dann knockt ihr dich euren AOE-Shit doch eh wieder raus, oder? Meistens. Ja, aber dann sind ja schon quasi die Leute drin in der Bubble. Sagen wir mal so, ich kann halt in 20 Sekunden nicht wirklich irgendwas machen. Und aber dann verreckt mir manchmal die Gruppe, wenn sowas wie gerade passiert. Ich glaube, man muss dann einfach früher wechseln. Mal den dicken. Dass du dann, sag ich mal, anfängst und dann irgendwie, sobald Schaden reinkommt, macht das in DD weiter. Ja, ich meine, es geht halt schon, so ist nicht, aber es ist halt. Ich meine, ihr dürft auch nicht, vergessen, ich meine, die ist halt auch stunbar. Das heißt, da kann man zum Beispiel Schami-Totem runterstellen, zu Späße. Aber zählt der Damage Reflect, wenn du in der Bubble stehst oder wenn die Mobs, die du haust, wenn in der Mobs Bubble? In der Bubble stehen. Okay. Hm. Also wenn du draußen stehst und du ballerst, ich krieg mal weg. Die Mobs stehen da drin und du ballerst halt so einen Focusing Iris Scheiß rein, bist du halt weg. Hm. Wie das steht. The Grabs, ey. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Alter, wie haben wir den Bildschirm dazu gepult? Der ist eigentlich auf unserer Seite. Keine Ahnung. Stimmt. Wichsen wir nochmal auseinander? Jetzt haben wir dann noch 2 Minuten HT. Wir haben jetzt hier Flächen überall, also Boss hier spielt sich gerade nicht so schön. Mhm. Jetzt das Pack nochmal mit der Tide Shit drin. Weil das müssen wir sowieso klären. Jo. Wollen wir? Oh fuck it. Hab GS drin, passt.
Ey, du bist aber manchmal... Rips so krass teilweise. Ja, wenn ich mit 0 Wut reingehe, keine Active Mitigation anhab. Ja, warum mit 0 Wut? Desorientier sind wir? Ha? Oh, oh, ich muss ein bisschen weg. Ist dann. Okay. Da ist noch die Type. Bitch. Ach so, fuck. Ist das jetzt weg? Doch, der wäre schon weg. Ja, ich spiele halt mit dem Bild, wo ich halt kaum Wut aufbaue, das ist halt echt kacke. Müsste ich eigentlich mit einem anderen Ding spielen. Wenn du halt neue Packs pullst, du kannst halt aus und in Bär switchen, weil das schadet ja dann wieder mit 30 Wut. Ja, dann habe ich aber gerade mal genug, um... Ich glaube, einen Active Mitigation kriege ich nicht mal durch mit dem. Ja gut, aber ich meine, das ist halt mehr als 0. Ja, das ist schon richtig. Ein bisschen was habe ich ja immer noch gesaved. Boss. Wollen wir den Boss machen? Okay. Wir haben gerade alle CDs gezogen. Ich zumindest. Warum hast du alle CDs gezogen? Für das Pack. What? Egal. Okay, auf geht's. Also, Boss. Ach, fuck. Sekunden bitte nicht. Ja, ja, sorry. Eure Schädel geben ideale Zielscheiben ab. Lassen wir den Star sprechen. Ich hasse die Kombi. Bist der Kombi? Warum? Don't soak? Ja, vielleicht nicht zusammenpolen, wenn er gerade seinen Shit castet. Naja, kannst halt immer cleaven. Nein, kann ich nicht, weil der Shit, der knockbackt und das ist halt größer als Milli-Range. Ich kann ihn auch rausziehen. Also wenn er den Barrel Smash castet, dann musst du halt auseinanderhalten. Aber da kann ich als Mini halt nichts machen. Jetzt okay, also ich habe weit genug Cleave Range, dass ich da eigentlich immer rankomme. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Also ich sage, weil der... Oh shit, jetzt kriegt er einen Ace-Buff. Mach nicht mal, nice one. Ich bin außer Reichweite. Okay, ich muss die Bodeneffekte wieder höher stellen. Ich sehe die Buffs, wie die ankommt. Nice. Ich hab mich gerade schon die ganze Zeit gefragt, irgendwie schmeißt er doch normalerweise so seine Suppe da, aber... Weiß nicht. Normalerweise Haste. Hütet euch. Oh shit. Oh, das macht zum Glück kein Damage. Ah. Oder ich war rechtzeitig raus, eins von beidem. Hütet euch. Gut, hier schon mal mit der Kombi so ins Nirvana gekickt, ne? Dass der Boss resettet ist, deswegen habe ich da ein bisschen Trauma. Ja. Bisschen ätzend. Ja, aber mittig halten. Ja, ich wollte halt ganz am Rand, ne, dass du schon Platz hast und dann war ich im Nirvana und dann ist der Boss resettet bei 1% oder so, richtig bitter. So, warte mal, das ist die LOS-Tusse, ne? Und wir haben da die Putt auch noch. Ja, wir können ansonsten rechts einfach. Ja. Okay. Du kannst hier rechts lang, oben drüber. Da hast du nur die eine Tide, Bitch. Ich bin außer Reichweite. Oh Mann, Makro. Hier fehlen auch schon wieder Mobs. Ich muss näher ran. Warte, ich hab die Mobs gleich. Mein Makro funktioniert nicht mehr. What? Welches Makro? Ach, mein Shapeshift-Makro. Was hast du als Shapeshift gemakrot? Ja, ich hab mir mal ein PvP-Shapeshift-Makro gebastelt. Aber das habe ich jetzt hier rausgezogen, sehe ich gerade im Ding, weil das Problem ist, wenn ich da irgendwie versehentlich rauskomme, also draufkomme und dann aus dem Bären gehe, ist das Tank immer echt scheiße. Ja, das... Deswegen habe ich das im Guardian jetzt rausgenommen. Ich habe kein Ziel. Hm. Okay, ich muss im M+ muss ich mit einer anderen Skillung spielen, das ist totaler Crap so. Hat von euch zufällig irgendeiner bereits eine Weak Order geschrieben für die Tide Bitch da? Mhm. Wann die weggeht oder was? Ja, hier eine, die anzeigt, dass der Buff aktiv ist und sobald sie den Cast anfängt, dass sie wegportet, dass der Timer halt läuft, dass sie, also wie lange der Cast noch ist. Nö. Ich nehme die vorher mal ins Target, wenn ich eine drin hab. Nein.
Ansonsten muss ich mir nachher noch eine dafür schreiben. Weil das ist teilweise mega shit. Weil du weißt, dass sie ist down, aber dann wartest du halt, wie lange der Cast noch da ist. Und den hätten wir skippen können. Einfach außenrum und dann, naja, egal. Ja, wir hätten aber hier links an den Damage. Ja, egal, dann, aber ist egal. Will einer schon mal anquatschen von euch? Ich geh mal kurz das Event triggern. Hm. Wollen wir denn erst den hier machen oder erst dann den Endboss? Ich würde erst den hier machen. Ich meine, das ist mittlerweile der Einfache von den beiden. Kriegt den fetten Bärenarsch nicht vollgehielt, Alter. Ich schau mal meine Heilung mit drauf. Na, jetzt. Hm. Geil, sind Schützen, glaube ich, ne? Olli, hast du eigentlich auch das Trinket vom Behemoth, also das Leviathan? Ach komm, jetzt castet der halt in der Void die ganze Zeit, ich hasse es. Triggert das bei dir auf Dots? Keine Ahnung, ich habe ja nur Flameshock. Aber ja, müsste. Aber auch mein Flameshock ist ja ein Initialschaden. Ne, ich habe das teilweise, dass wenn ich in eine Gruppe Moonfire reinhaue, dann, Sunfire meine ich, dass dann irgendwie 3 oder 4 Fische losfliegen. Ja. Das wollen wir auch. Und dann nach und nach immer mal wieder Fische auf die Gegner fliegen oder halt der Buff auf die Gegner geht. Ja. Obwohl ich nicht mehr drauf caste. Oder sehr gut erstmal auf Kai geklickt statt auf das Schwein. Ach, jetzt hätte ich fast auch. Ja, also die Reisegestalt ist da. Wir müssen halt hinten. Müssen hinten ein bisschen aufpassen. Wir müssen nichts mehr spielen, wir haben nachher noch eben beim Endboss den Rest Trash. Also wir haben da das 2er-Pack am Anfang, dann noch das 3er-Pack da hinten nach. Hast du viel schon? Wir sind schon bei 94. Ich weiß nicht, wir können halt durchskippen. Also ich kann halt hoch leapen, die Druiden können durchstealthen und Olli muss halt sterben. RIP. Er hatet manchmal so krass und manchmal so wenig, also das ist so unregelmäßig der Schaden von dem Typen. Ja, aber die werden nicht lang leben, weil ich raste hier übel aus bei dem was. Bei welchem? Bei dem hier. Okay. Und bei dem Tesolano auch schon. Ich hab nichts gezogen. Hm. Der nächste ist bloß ätzend, wenn du eine komplette Melee-Gruppe hast. Was, du meinst der hier? Nee, der nächste, also hier der nächste Mini-Boss dann quasi. Weiß nicht, wie... Ja, wenn keiner aus der Melee-Range rausgeht und den Hider ständig hast, dann ist das schon nervig. Ja, du meinst den Boss jetzt? Ja, ja. Ja, das ist jetzt mit Leuten, wenn du das hast. Alter, die versorgt halt Cancer, wenn jedes Mal alle 3 DDs halt kein DPS machen können, weil er sich trinkt. Musst du trinken, keine, ne? Ich sehe jetzt hier keine Flasks mehr. Fuck. Schauen wir mal, ob ich bei dem auch in der Dings Cleave Range stehen bleiben kann. Ich bin drauf gecastet, habe ich schon 10% verloren. Okay, lass ich gleich. Kackviech, ey. Den Schiff ja nicht zu mir, ey. Warum? Weil du gerade so viel Schaden machst? Nee. Das nicht. Ach fuck. Oh, ich will nicht weg von meinen Puppen laufen. Ah, deswegen kliefst du so krass rein. Ja, ja, klar. Halt Rocks von den Puppen. Ja, ja, natürlich, Alter. Ich hab 3 Targets hier. Ich hab mich schon gewundert, Alter. Warum machst du tatsächlich mal Single-Target-Damage? Kann okay, ich warte mal drin stehen. Ich zieh gleich ein CD, wenn ich brauche. Jetzt. Ich bin außer Reichweite.
Alter, wie er mir jedes Mal den scheiß Bitch-Slap gibt. Lauf, kleines Mädchen! Lauf! Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ach, wir müssen ja oben rum. Ja. Das wäre jetzt knapp gewesen. Ich wollte jetzt schon voll gerne in den Mob reinrennen. Ha, was? Aber einfach mit hier. Wie heißt mit Überzeugung durchlaufen und Shadow melden. Ja, das klappt halt so 50-50, ne? Dann hat alles andere Aggro. Also, den rechten Typen nicht kicken. Hm? Entweder Putt oder das Viererpack, mir egal, was ihr wollt. Zusammen, go. Das ist total unnötig. Lass mal kurz warten, bis die Putt weg ist. Lass die einfach rechts machen und gut ist. Ja, wir kommen da eh nicht vorbei, oder? Doch. Wir kommen alle vorbei, außer dir. Achso, wer denn? Aber kannst doch die Putt nicht rauspullen, ohne dass die einen addest, oder? Ja, du kannst die. Also, wenn du die Putt pullst, dann pullst du den Spaß rechts genauso. Ja, also. Aber die Painful Motivation von den rechts nicht kicken, dann droppen die mega schnell. Ich kümmere mich um den Osman. Ah, oh, jetzt droppen die wie sonst was. Ja, und dann können wir ja hier einen Skip machen. Warte, ich kick ihn. Ah, er steht halt immer noch drin. Der hielt sich halt immer noch. Jetzt, shit, kicken jemand. Nice, und weg. Achtung, Pat. Ja, der wird halt nochmal durchlaufen. Okay. Haben wir noch einen Range-Kick? Nein. Nee. Schon okay, wenn er durchläuft, solange er nicht pullt. So. Oli, hast du einen Invis-Spot oder willst du durchsterben? Ich hab einen Invis-Spot, alles gut. Sehr gut. Weil ich bin oben. Wie sieht's bei aus? Am Rand stehen oben. Dann springe ich einfach zu dir. Ah, ja. Und das war. Ja, bist du da jetzt ohne Invis durchgekommen? Nee. Nein, ich hab Invis-Spot. Okay, auch. Ich wollte gerade sagen, weil du aber siehst irgendwie nicht so Invis. Jo. 3, 2, 1. Ich hatte schon Gegner, die größer waren als ihr. Komm alle die. Das Blattlaut war etwas früh. Hütet euch. Wir sehen noch in die Ecke ziehen. Genau. Ja, so. Weiter in die Ecke. Passt. Auch hier habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Auf der anderen Seite kannst du runterfallen, das ist echt kacke. Ich bin mir nicht sicher, ob er dich hier auch runterkicken kann. Nee, kann er nicht. Schau mal. Ich hasse diese Knockback-Bosse. Hast du Single-Target-Skillung drin, Racer, oder was? Ja. Ja, wohl nicht, ich habe Multi-Target drin. Was ist das für Single-Target, Alter? Holy shit. Er ist Pumpkin, Alter. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt die Essenz. Er hat halt hier den fucking Guardian, der rastet halt richtig aus. Ach so, da sind Guardian drin oder was? Ja, ist halt bei der Eule bis. Ja, bei mir auch. So viele Flamepatches hier halt gesehen. Es kam auch ein mehr, oder? Also, es waren jetzt 5 Flamepatches, wenn ich mich nicht verzählt habe. Es waren auf. Na, es ist noch dieselbe Menge wie vorher. Also, meine Vicorder zeigt noch dieselben Ticks. Ja. Aber an sich, Alter, ist richtig krass verteilt gerade. Wahrscheinlich stell mich zu dir. Ich krieg jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn er mich da hinten reinkickt, ne? Das ist schon okay. Los, Männer! Mach diesen Pack mit unseren Kanonen bekannt! Loft. Ja, oh, sehr gut. Das war der letzte 10er in Time, der mir gefehlt hat. GZ. Muss die auch mal irgendwann alle machen. So, was gibt's als Loot? Ah, was ist denn das hier? Irgendeine Essenz habe ich gekriegt. Ah, Heiler-Ding. Oh, Heiler, ja. Den Ring, aber leider nicht gebockt.
Schauen wir mal, ob das ein guter Ring ist. Crit-Tempo. Wenn du den Ring nicht brauchst, ich würde ihn sonst nehmen. Ja, Crit wäre besser. Nee, der ist tatsächlich sogar ein Upgrade. Du kannst kurz in meine Crits